Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixan und das hier ist meine wunderschöne Minecraft-Welt Monumentalien, heute mal bei Nacht, so wie es aussieht. Macht aber einen ganz netten Eindruck und mir fällt ein, ich glaube, ich müsste den Schwierigkeitsgrad mal wieder umstellen. Fangen wir doch gleich mal damit an, also, ja, genau, steht auch friedlich, so ein Skandal. Nein, ich wollte nicht die Welt verlassen, verdammt. Das war clever. Okay, ja, wir sind wieder da. Ging ja ruckzuck zum Glück. Oh, es ist irgendwie schön mit den Texturen, muss ich sagen. Das macht doch schon was her. Ja, doch, kann man sagen. So, wo machen wir heute einen Anfang? Wo haben wir aufgehört? Ich habe keine Ahnung. Wir machen einen Anfang mit Verzaubern. Das ist doch mal ein Plan, oder? Wir könnten nämlich mal meine Spitzhacke verzaubern, und zwar meine Diamantspitzhacke. Ich habe zwar eigentlich gesagt, nee, Diamantspitzhacke verzauber ich nicht, weil die kriege ich niemals ersetzt. Also, weil ich einfach niemals genug Diamanten finde, um die zu ersetzen. Aber, ja. Wieso steht da bloß 5 Angriffsschaden? Ach so, das steht bei allen Geräten dabei. Liegt das an der Minecraft-Version oder liegt das an dem Texturpaket? Kann eigentlich nur in der Minecraft-Version liegen, oder? Egal, wir verzaubern also unsere Diamantspitzhacke und hoffen mal, dass sie ein paar coole Effekte kriegt. Werden wir jetzt gleich rausfinden. Natürlich machen wir eine 30er-Verzauberung drauf, alles andere ist ja witzlos. Und dann hätten wir Effizienz 4 und Haltbarkeit 3. Also das ist ja mal extrem geil. Also das heißt auf gut Deutsch, die ist noch schneller als Diamantspitzhacken sowieso schon sind und sie hält ewig. Das ist cool. Ist zwar nicht, worauf ich gehofft hatte. Ich hatte gehofft, dass sie die Drop-Chance erhöht oder so, aber immerhin. Gut, jetzt stellt sich die Frage, was machen wir heute? Und wo mache ich meine Glassteine hin? Das ist auch eine Frage. Vielleicht ein Crafting 2 oder Crafting 1. Das hier sieht so aus, als käme hier tatsächlich Glas rein. Also machen wir das auch einfach mal so. Und dann, ja. Was machen wir heute? Das ist echt eine gute Frage. Sobald ich eine Antwort gefunden habe, lasse ich es euch wissen. Ich bin jetzt etwas planloser an dieser Rangang. Noch planloser als sonst. Sonst habe ich wenigstens eine Idee. Ja, heute machst du mal dies oder das oder jenes. Aber im Moment, ja. Ich mache irgendwas oder so. Es sieht schon sehr hell aus da draußen, muss ich sagen, ne? Also, dafür, dass es Nacht ist, genial. Mein Kraut, das da draußen so vor sich hin wächst, ist auch bald wieder fertig. Kann mich auch bald mal drum kümmern, das zu ernten. Mache ich mir aber sogar weniger Gedanken drum. Scharfe Scheren brauche ich mir im Moment auch keine Gedanken drum zu machen, weil wir haben ja genug Schafe geschoren in letzter Zeit. Wir haben ja unsere Lampen überall fertig gebaut. Wir haben noch Birkensetzlinge übrig, das ist cool. Kann man gebrauchen. Wir haben keine Monster hier, das ist auch cool. Die kann ich nämlich gerade nicht gebrauchen. Und jetzt stellen wir uns die Frage, womit zum Geier fange ich an? Wenn ich diese Straße hier versetzen würde, hätte das den unschönen Nebeneffekt, dass es nicht mehr genau mit meiner Brücke abschließen würde. Das heißt, ich müsste im Prinzip auch die Brücke versetzen, was natürlich unnötig viel Arbeit wäre. Oder ich müsste hier irgendwo einen Knick reinmachen in die Straße. Sieht auch nicht so toll aus. Aber ich würde sie gerne versetzen. Was mache ich mit der Straße? Oder knalle ich sie einfach hier durch und mache hier eine Öffnung hin, statt da drüben? Wäre natürlich auch möglich. Habe ich irgendwie Stein dabei? Ja, ich habe Stein dabei. Und da hinten kreucht eine Spinne rum. Dann machen wir, entsorgen wir erstmal die, bevor wir hier noch Ärger kriegen wegen so einer blöden Spinne. Hallo Spinne, stirb! Haha, Spahinne! Dein Ende ist gekommen. Und jetzt, oh, ein Hirn. Okay, ich habe jetzt gedacht, da liegt ein Ei, aber nee, es ist ein Gehirn. Wunderbar. Jetzt müssten die Viecher auch wieder ordentlich Erfahrungspunkte geben, dadurch, dass ich wieder ein niedrigeres Level habe. Mir wurde nämlich tatsächlich bestätigt, dass meine Vermutung richtig war. Sprich, man bekommt weniger Level-Ups, wenn man schon ein höheres Level hat. Ja, das ist an sich eigentlich auch relativ okay. Ich meine, wenn man jetzt ein Rollenspiel spielen würde oder so, dann ist es auch so, dass eben man viel mehr Erfahrung braucht, um einfach nochmal ein Level zu steigen. Ich müsste die wirklich um eins versetzen. Es passt mir gar nicht, aber ich müsste es machen. Ja, wenn man Rollenspiel spielt, braucht man ja auch, je höher das Level ist, mehr Erfahrungspunkte, um ein höheres Level zu erreichen. Dementsprechend findet man natürlich dann auch irgendwann stärkere Gegner. Hier in Minecraft gibt es aber keine stärkeren Gegner. Und das heißt, man kriegt immer die gleiche Erfahrung. Das heißt, man levelt einfach nur langsamer. Aber ist okay. So brauche ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr zu machen, dass ich mein Level verlieren könnte, weil ich sterbe. Weil jetzt sind es nur noch 5. Das ist jetzt kein großer Schaden, wenn ich die verlieren würde. Würde ich zumindest mal so behaupten. Und ja, schön. Wo setzen würde ich denn lang? Setze ich dich hier gleich direkt lang? Ja, kann ich machen. Das tut nicht weh. Und dann ist auch meine Strecke, zumindest solange sie hier draußen lang führt, schön beleuchtet. Das ist in Ordnung. Aber dann muss dieser Baum hier weg. Der noch dazu ein Monsterbaum ist. Ach, wie ich sowas hasse. Jetzt kann ich mich noch stundenlang mit dem Baum hier rumkloppen.
Baum, betrachte dein Ende als gekommen oder deine Zeit als abgelaufen oder was auch immer. Nebenbei könnte ich mir jetzt mal Gedanken machen, worüber wir heute so sprechen. Ich habe mal wieder meine berühmte Textdatei offen, in der eure, nicht meine, sondern eure Themenvorschläge stehen. Und da steht jetzt gar nicht so sonderlich viel drin. Das ist ein bisschen traurig. Also ich habe immer noch den Vorschlag von Andy, dass ich mal was über die Xbox One oder die PS4 reden könnte. Aber wie gesagt, dafür bin ich viel zu schlecht informiert über diese Konsolen, um irgendwas sagen zu können. Das Einzige, was ich vorab sagen kann, ich werde mir keine von beiden direkt kaufen, weil definitiv zu teuer, wenn sie rauskommen. Also das ist so oder so. Und wenn dann auch keine Spiele da sind, die mich interessieren, dann ist es relativ witzlos. Wenn ich da vielleicht einen Tipp äußern dürfte, allgemein, Brendan Frost singt's wunderbar in seinem Game Launch Rock. Ja. Don't ever buy a console at launch. Das heißt auf gut Deutsch, kauft euch nie eine Konsole, wenn sie gerade erst rauskommt. Weil es werden nie genug Spiele da sein. Also es kann sein, dass ein paar tolle Spiele dabei sind, ein oder zwei, die man kriegen kann, aber ansonsten habt ihr dann ewig lang gar nichts. Man sieht es jetzt bei der Wii U. Die ist jetzt seit fast einem Jahr auf dem Markt und es gibt nicht ein vernünftiges Spiel dafür. Zumindest meiner Meinung nach. Und die Spiele, die einigermaßen brauchbar sind, die man sich holen könnte, ja, die kann man auch an einer Hand abzählen. Und ja, dann brauche ich die Konsolen nicht, oder? Also, was soll ich mit einer Spielkonsole, wenn ich keine Spiele habe dafür? Ist zumindest meine Überzeugung. Ich habe einen Zombie gehört, ich sehe ihn nur nicht. Und ich brauche mehr Stein. Und ich muss diese Bahnstrecke umlegen. Es passt mir gar nicht, dass ich das machen muss, aber ich muss. Ich könnte natürlich auch hier abgraben, das muss ich sowieso machen. Muss ja wieder Erde her. Ich hoffe mal, dass ich überall dran gedacht habe, zwei Felder Dings zu bauen und mein Spitzhack ist kaputt. Na toll. Egal, kloppen wir uns weiter hier durch. Ich kann leider die Lebensanzeigen von den Waffen nicht sehen, weil mein Minecraft-Fenster von der Größe ja gerade sehr unvorteilhaft eingestellt ist, muss ich feststellen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, ist egal. Den untersten Rand musst du ja nicht zwingend sehen von dem Fenster, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, wäre schon irgendwie toll, wenn ich sehen könnte, welche Waffen ich noch habe und wie lange die noch halten und so. Wäre nicht so verkehrt. Naja, egal. Geht auch so. Hallo, Redstone-Fackel. Du kommst auch mit. Und das Loch wird aufgefüllt. Dankeschön. Oh, da brauche ich auch wieder jede Menge Erde. Ich muss irgendwann wieder losziehen und irgendwo einen Berg abreißen, damit ich wieder Erde genug habe. Ich dürfte ja auch nicht mehr viel davon auf Lager haben, ne? Ja, es ist eben immer das Problem, wenn man so ein Großprojekt hier anfängt. Und Erde braucht zum Abwinken, damit man sich alles schön einebnen kann. Aber ich hab's halt gerne eben, denn eben baut sich's irgendwie viel einfacher und systematischer und überhaupt. Ja, genau. So, und jetzt haben wir immer noch kein Thema, über das wir reden könnten. Meinen Tipp habe ich euch gegeben. Kauft euch keine Konsole, wenn sie erst rauskommt. Wartet darauf, dass ein paar Spiele für das Ding rauskommen. Bis dahin ist die Konsole auch mindestens 100 € billiger. Und ja, überhaupt sowieso. Ich denke mal, wenn man jetzt gerade an die Wii U denkt, ich denke, zum nächsten Weihnachtsgeschenk wird die schon. Geschenk, klar. Ja, zum nächsten Geweihnachts. Ja, jetzt wird immer besser. Also zum nächsten Geweihnachtsgeschenk, genau. Wird die Wii U bestimmt billiger. Oder eben zum nächsten Weihnachten, zum nächsten Weihnachtsgeschäft, wohl eher, wird das Ding billiger werden. Deutlich billiger. Und das wird man dann preiswirklich merken, den Unterschied, denke ich mal. Und bis dahin sind vielleicht auch mal ein paar Spiele raus. Also bis jetzt ist ja wirklich noch gar nichts raus für das Ding. Ich meine, was haben sie denn im Angebot? Super Luigi U, New Super Mario Bros. U, ja, Nintendo Land, das ist ja sowieso für den Arsch. Also das wäre das Letzte, was ich mir für das Ding kaufen würde. Da müssten sie mir eher noch Geld geben, damit ich mir das kaufe. Aber sonst, ja, Sega All-Star Racing oder was, das ist auch irgendwie relativ witzlos, vor allem wenn man auf Mario Kart wartet, weil es kein würdiger Ersatz ist. Es ist noch kein 3D-Mario-Teil rausgekommen, es ist noch kein neues Zelda rausgekommen, es wird wohl auch kein neues Zelda rauskommen, sondern nur ein Remake von Wind Waker. Da bin ich auch nicht scharf drauf. Ich habe nicht mal das Original gespielt. Also von daher würde ich mir das Remake höchstens nur deshalb kaufen, weil ich sowieso vielleicht eine Wii U habe oder so und dann sagen will, ich will Wind Waker mal nachholen. Aber dann kaufe ich mir nicht, weil es ein Remake ist in HD, sondern weil ich es einfach an sich mal spielen will. Ich würde, wenn ich Wind Waker Original hätte, würde ich mir niemals das Remake kaufen. Garantiert nicht. Also das wäre es mir nicht wert. Weil egal wie HD das ist, kann es nicht wert sein. Also nee, wirklich nicht. Ja, und sonst? Haben wir noch irgendwas an Spielen?
Smash Bros. Ist angekündigt, klar, Mario Kart ist angekündigt. Das heißt aber nicht, dass sie noch irgendwann in dem Leben rauskommen, sondern nur, dass vielleicht irgendwann in dem Leben rauskommen oder so. Ja, und sonst ist es kein Metroid-Spiel angekündigt, soweit ich jetzt weiß. Und wenn, dann ist es, wie gesagt, nur angekündigt, wird wohl auch erst in den nächsten 100 Jahren irgendwann mal kommen oder so. Und es fehlen Spiele, ja. Also, was soll ich mit einer Konsole, wenn ich kein Spiel dafür habe? Das ist wirklich so. Ja, und sonst, worüber könnte man noch reden? Ich wollte noch mal. Was ist denn das? Was für eine Art Stein bist du? Du bist anders als der Stein, den ich bis jetzt hatte. Du bist Steinstein und das ist Pflasterstein. Wieso habe ich Steinstein dabei? Egal. Habe ich da echt den falschen Stein eingepackt? Zum Kotzen. Ich wollte nochmal drei, vier Takte zu dem Thema Mainstream sagen, das wir ja vor einigen Videos mal kurz im Gespräch hatten, mit dem ich nicht so richtig wusste, was ich dazu sagen soll. Und Enti hat dann in die Kommentare geschrieben, ja, eigentlich eine Definition in die Kommentare geschrieben, und zwar, was das Wort Mainstream denn alles bedeuten kann. Und er hat dann geschrieben, oh Moment, da muss ich jetzt stehen bleiben und lesen. Der Mainstream, Englisch für Hauptstrom, beziehungsweise Massengeschmack, spiegelt den kulturellen Geschmack einer großen Mehrheit wider, im Gegensatz zu Subkulturen oder dem ästhetischen Untergrund. Der Mainstream ist eine Folge einer Kulturdominanz. Ja, ist eine tolle Definition. Sagt sehr viel aus auf gut Deutsch. Mainstream ist alles das, was alle Leute gewohnt sind oder so. Ja, also das, was in keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also das, was andere Leute, mit denen ihr Kontakt haben könntet, theoretisch als normal erachten würden, das ist Mainstream oder so. Das könnte man dann auch durchaus für Sitten und dergleichen betrachten und weiß der Geier für was alles. Es ist eben ein fast allgemeingültiger Geschmack, der jedem zusagt und oder der fast jedem zusagt und ja, das ist es eigentlich schon. Mehr ist es nicht. Ein Geschmack, der fast jedem zusagt. Das kann also alles betreffen. Das kann das Fernsehprogramm, das ihr euch gerne anguckt, betreffen. Das kann euren Kleidungsstil betreffen. Die Frisuren, die ihr haben wollt oder habt oder was auch immer. Das kann alles betreffen. Wie ein Auto aussehen soll, eurer Meinung nach oder so. Welche Objekte zur Einrichtung einer Wohnung gehören, eurer Meinung nach und so weiter und so fort. Es ist im Prinzip Mainstream, ist eine Frage von, was andere Leute gut finden. Und ich glaube, zu dem Thema hatte ich mich dann auch beim letzten Mal ziemlich deutlich geäußert. Was andere Leute gut finden, ist für mich absolut uninteressant. Für mich ist interessant, was ich gut finde. Und ich habe auch, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, wer nicht für sich selbst entscheiden kann, was er gut ist, was er gut findet und was ihm wichtig ist und so, der tut mir ein bisschen leid, weil, ja, eure eigene Meinung ist alles, was ihr habt. Also, das ist das Einzige, was ihr haben dürft, ohne dass sich jemand beschwert, und das ist das Einzige, das ihr nicht abgenommen bekommen könnt oder so. Und ja, dementsprechend, wenn ihr meint, dass die Sachen, die Mainstream sind, euch gefallen, dann ist das schön für euch. Dann ist das eventuell sogar eure Meinung, und wenn ihr irgendwo anderer Meinung seid, dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass ihr irgendwo eine eigene Meinung habt. Ist doch schön. Ja, ansonsten braucht man dazu, glaube ich, nicht viel zu sagen. So, und jetzt, wo ich das hier so gebaut habe, ne, muss ich sagen, gefällt mir das hier überhaupt nicht mehr. Dann mache ich das hier lieber gerade. Und ich weiß nicht, ob ich hier draußen bleiben soll, während es Nacht ist. Ich habe Monster an. Das heißt, es könnten Monster kommen, während ich hier rumgrabe. Könnten Creeper wieder mal von hinten aus dem Busch springen und mich total überraschen, sodass ich fast einen Herzinfarkt hier krieg beim Spielen und mich dann noch in die Luft sprengen, mir ein Loch im Boden hauen. Ich falle unten drunter in die Höhlen, die hier unten drunter sind, breche mir beide Beine und komme nie wieder lebend raus. Ja, Horrorszenario. Genau das wird passieren. Das und nichts anderes. Okay, das Loch da werde ich wohl nicht brauchen, so wie es aussieht. Die werde ich brauchen, so wie es aussieht.